Yeah, schön, dass ihr wieder dabei seid und ihr wolltet wissen, wie ihr eine geschlossene Geldtasche bekommt und sogar eine offene Geldtasche, dann bleibt dran bis zu guter Letzt in diesem Video. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist auch Number One Dada. Ich begrüße jeden Einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine offene Geldtasche bekommen könnt und sogar eine geschlossene. Andere YouTuber haben dies nur gezeigt, wie man eine geschlossene Geldtasche bekommt und habe mir gedacht, immer, das darf man ja nicht vergessen, wie ihr da draußen, um eine offene zu bekommen. Dies ist genauso cool. Natürlich habe ich beschlossen, eine geschlossene zu kaufen, weil das Geld würde rausfliegen. Ihr wisst, was ich meine. Aber beide sehen echt nice aus. Wir gehen jetzt erstmal oben links bei Fallschirmrucksack, wenn ihr dies noch nicht gekauft habt. Ich kaufe in diesem Fall alles. Dies müsst ihr natürlich nicht nachmachen, sondern ihr müsst nur Palästina-Rucksack kaufen, um eine offene Geldtasche zu tragen. Oder wiederum Israel-Rucksack. Das heißt, wir haben eine geschlossene Geldtasche. So, jetzt habe ich einfach mal hier alles gekauft. So, ich bin noch nicht fertig. Wir kaufen jetzt noch ein bisschen ein hier, weil ich wollte noch ein paar Sachen ausprobieren und habe natürlich noch was anderes herausgefunden, wie man halt einen Rucksack gekauft hat mit einem Preis und einen gratis bekommen hat. Das werdet ihr gleich beim Friseursalon bei der zweiten Stelle sehen. Also drei Varianten zeige ich euch. Zwei sind richtig nice und die zweite wiederum, ich weiß nicht, ob ihr die nachmachen wollt, aber wollte die insbesondere mal hier in diesem YouTube-Video mal reinfügen, um euch das zu präsentieren, dass echt alles möglich ist, noch hier in GTA 5 Online. So, wir sind angekommen, wir steigen aus, gehen auf Inventar, gehen auf Fallschirm, einschalten, dass wir diesen Fallschirm auch am Rücken sehen. Dann gehen wir einfach auf Palästina, weil das ist jetzt die Nummer 1, was ich euch jetzt präsentiere. Wir gehen einmal mit diesem Palästina-Rucksack hier in diesen Friseursalon rein, um ihn einmal zu tragen natürlich. Und jetzt einfach nur diesen Friseurhaarschnitt, einfach die Haare verändern, egal mit welchem Haarschnitt, es geht mit jedem Haarschnitt. So, haben wir dies gemacht, gehen wir einfach ganz locker und easy wieder zurück, der Glitch ist vorbei und wir haben eine offene Geldtasche hinten am Rücken hängen. Richtig nice, sie ist offen, man sieht es ein wenig, nicht viel. Ihr könnt es sehen, der Schlitz ist offen in schwarz, aber mehr kann man auch nicht sehen. So, wir gehen jetzt einmal wieder auf Inventar und rüsten uns ein mit einem Rucksack aus dem Lande Slowakei, also Slowakei-Rucksack. Und mit dem Rucksack kann man einen zweiten Rucksack freischalten. Wie gesagt eben, ich wollte das einfach nur nebenbei nochmal zeigen, dass alles möglich ist in GTA 5. Natürlich könnt ihr das auch mit den anderen Varianten mal ausprobieren und mal in die Kommentare schreiben, was würde passieren. Hat man dann ein UFO? Nein, Quatsch. Sondern man hat andere Outfits, nur das. So, jetzt gucken wir einfach mal, welchen Rucksack bekommen wir. Wir kriegen wahrscheinlich einen Rucksack, aber einen militärischen Rucksack. Okay, nice, umsonst zu bekommen, aber wiederum, der Slowakei-Rucksack ist teurer als der hier zum Beispiel, der kostet $7,200, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sorry an dieser Stelle, aber ich glaube, ich bin zu 100% sicher, dass er $7,200 kostet, also Schwachsinn. Ich wollte das trotzdem mal zeigen, um euch festzustellen, es geht echt mit vielen Varianten. So, jetzt kommen wir einfach mal, wie andere Leute das mal gezeigt haben, israelischer Rucksack für eine geschlossene Tasche. Das ist auch sehr nice. Dies habe ich einfach mal als Outfit auch gespeichert, weil das ist auch ganz wichtig, weil wenn ihr euch dann umformt, das heißt euch umkleidet, dann ist ja natürlich auch wieder weg die Geldtasche. Deswegen einfach als Outfit bei dem Klamottenladen zu speichern. Dies werdet ihr gleich in diesem Video noch sehen. Jetzt gehen wir einfach mal mit dem Israel-Rucksack hier hinein. Einfach mal einen Haarschnitt. Wir gehen einfach mal auf den gleichen Haarschnitt, um euch zu zeigen, dass wir einfach die Farbe verändern können und dies dann wieder kaufen können. Dies würde auch funktionieren, also ihr müsst jetzt nicht einen anderen hässlichen Haarschnitt nehmen, sondern ihr könnt natürlich nur die Farbe ändern mit L2 oder R2, ihr wisst Bescheid. So, haben wir dies gemacht, gehen wir wieder hinaus und haben jetzt auf einmal eine geschlossene Geldtasche dran, Leute, und fassbar. Nebenbei kann ich noch mal was verraten. Ich habe natürlich auch früher was herausgefunden, habe aber dies nicht hochgeladen, weil das nicht zu 100% sicher war. Es hat nur bei jedem vierten, fünften Mal geklappt, dass man die Geldtasche aus dem Banküberfall rausziehen kann. Das ist die gleiche Methode gewesen wie dieses Polizeioutfit gewesen, wenn ihr euch erinnern könnt, die letzten Videos von mir. So, wir gehen jetzt einfach mit diesem Outfit einfach an die Ladentheke dran, an der Frau, gehen auf Outfits, wo ein leerer Platz ist, auf gar keinen Fall, wo was steht, weil ihr löscht dann, indem ihr
ihr jetzt da drauf gehen würdet, würdet ihr die ganzen anderen Outfits wegmachen. Das heißt, ihr geht auf einen leeren Platz, tippt einfach irgendwas ein, was ihr wollt. In diesem Fall habe ich Geldtasche eingetippt, weil es ist ja eine Geldtasche, wenn man es sehen kann. Ja, und jetzt habe ich dieses Outfit gespeichert. Jetzt fragt ihr euch nur, wie gespeichert. Natürlich habe ich das auch mal gezeigt, aber nochmal für die Leute, die das verpasst haben, die letzten Videos von mir, hier nochmal, hier geht ihr auf Accessoires und dann hier auf Outfits, Polizeioutfit, und dann könnt ihr einfach auf X die verändern. Richtig nice mit der Badehose sogar. Ey! Wow! Und da ist wieder mal die Geldtasche. Ich bin durch mit dem Video. Haut da rein. Euer auch Number One Dollar. Bis dahin und tschüss. Ah, when I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money in a thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. It's that automatic bang, bang, bang.